So, nehmen wir was kurz zum Wald. Ich hatte es schon mal aufgenommen, dass ich das gezeigt hatte. Der ganze Waldboden ist voll mit Blättern, da das hier überwiegend ein Buchenwald ist. Das sind halt Buchenblätter, also von der Buche. Normalerweise müsste es eigentlich nass sein, müsste verrottet sein, zu Humus werden, wie auch immer. Das kannst du alles knicken hier seit längerer Zeit. Vor ein paar Tagen hatten wir mal kurz Regen, vor 3-4 Tagen. Da war es dann wieder feucht, dann kam die Sonne wieder raus mit den hohen UV-Werten drum und dran. Von den Inhaltsstoffen mal ganz zu schweigen. Und was wieder gang und gäbe ist, schon vor dem Regen gehabt. Ja, das sind nur Blätter. Und was passiert, wenn ich die in die Hand nehme? Seht ihr das? Das Ganze zerbröseln wie trockenes Pergamentpapier. Oder wie? Ja, sprödes Plastik, Polymer drum und dran. Da genug Polymer nachgewiesen worden ist, in Suspension, also in flüssiger Form, das Zeug ja auch irgendwie von oben auf die Blätter geht, in die Blätter dann Poren eindringen tut oder halt vom Wurzelwerk, kann man auch davon ausgehen, dass hier eine runde Plastikblätter vorhanden sind. Das Blatt hier ist gerade schön. Ja, sieht gut aus. Hört ihr es? So schaut es dann aus. Ich behaupte mal steifenfest, wenn man hiervon einige Blätter aufsammelt, diese zerbröselt, in eine Lösung setzt und dann einen chemischen Prozess macht im Labor, wird man bestimmt genug Polymer nachweisen können, was meine Behauptungen mehr als bekräftigt. Mit anderen Sachen habe ich es bereits gemacht. Damals schon, vor 2-3 Jahren nachgewiesen, auch durch welche Spezialisten oder Polymerfachleute, extra nachgefragt und nachgehakt, die halt bestätigt haben, dass quasi unter anderem Polyanilin in flüssiger Form mit den Niederschlägen herunterkommen oder eine Luftfeuchtigkeit vorhanden sind, und wenn es dann trocknet und kristallisiert, hast du einen eindeutigen Nachweis in der Sichtform. Und noch diverse andere hübsche chemische Sachen, die in der Natur generell nichts verloren haben. Nee, 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 nee.